Ja, ich glaube, es ist besser für uns, wenn wir das Spiel vergessen. War klar, dass Kanada eine super Mannschaft hier hat und wir der Underdog waren, aber dass wir natürlich hier 10-0 untergehen, haben wir uns nicht vorgestellt. Da müssen wir auch die Konsequenzen draus ziehen und das im nächsten Spiel besser machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, du gehst in das Spiel, du weißt, du darfst keine Fehler machen, aber dass du 10 Dinger kriegst, das haben wir nicht erwartet oder wollten wir auch verhindern. Aber jetzt ist es so passiert, wir müssen uns das Video anschauen und müssen sehen, wo wir die Fehler gemacht haben. Ich denke, dass einfach Kanada an allen Belangen überlegen war und dementsprechend das auch in der Höhe verdient ausgegangen ist. Jetzt haben wir am nächsten Spieltag haben wir die Schweizer vor der Brust, das ist wieder ein Gegner auf Augenhöhe und dementsprechend müssen wir uns da wieder darauf vorbereiten. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Top-Nation gesehen, haben da keinen Sieg geholt, haben gegen Frankreich, gegen den Gegner auf Augenhöhe gewonnen und jetzt haben wir gegen die Schweiz wieder die Möglichkeit, gegen den Gegner auf Augenhöhe zu spielen, um eventuell auch nach oben gucken zu können, aber das werden die nächsten Spiele zeigen. Wir gehen von Spiel zu Spiel, wir versuchen die Spiele auf Augenhöhe mit den Mannschaften zu gewinnen und vielleicht können wir den einen oder anderen Großen doch ärgern und dementsprechend muss man das abwarten, wie es im Turnier verläuft. Ich denke, bisher haben wir unsere Pflichtaufgabe erfüllt gegen Frankreich. Heute haben wir verloren, was jeder erwartet hat. In der Höhe natürlich umso bitterer, aber jetzt glaube ich, haben wir morgen Tag frei und dann geht es am Dienstag weiter.